So, zum Wasserfiltern. Deckel abschrauben. Sojawasserfilter aufschrauben. Kappe runter machen und schon kann man trinken. Ist also ziemlich simpel. Ich kann also diese Kombination aus Sawyer Mini und Pilotentaschenflasche nur jedem herzlichst ans Herz legen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Inzwischen habe ich auch echt Durst. Also jetzt müsst ihr nur zur Orientierung. Wasser gibt es hier überall. Da habe ich es zwar jetzt nicht geholt, sondern 5 Meter da hinten gefühlt. Und da gehe ich jetzt der Weg lang. Und ja, da hinten, man sieht es jetzt gerade nicht direkt, aber da ist auch gleich der Steinbruch und die potenzielle Feuerstelle. Also Wasser und Feuerstelle sind doch recht nah beieinander. Wenn ich also nachher mein Feuer löschen will, kann ich mir überlegen, ob ich nicht vielleicht sogar noch mal eine extra Flasche Wasser für diesen Zweck hole. Andererseits, so wirklich viel Wasser auf einmal transportieren, kann ich halt nicht. Das ist übrigens ein halber Liter, wird mir aber über Nacht reichen, wenn ich die dann noch mal im Dunkeln voll mache. Und kann mir dann ja morgen früh geschwind noch mal welches holen. Wasser. Und dann halt gucken, dass ich zurück zu meinem Auto komme. Da steht hier nämlich auch irgendwo in der Gegend rum. Weil ich muss halt morgen früh arbeiten und ich habe keine Lust, dann noch bis nach Hause zu wandern. Das ist von hier übrigens 3 Stunden so ungefähr. Also es wäre möglich, aber dafür fehlt mir einfach die Zeit. So, und jetzt suche ich erstmal einen Lagerplatz und baue mein Lager auf. Und dann sammle ich Holz und dann hoffe ich, dass ich das noch alles einigermaßen hinkriege, bevor es dunkel wird. Ja, wie so oft im Leben führt von so einem Grillplatz natürlich ein Trampelpfad ins Gebüsch. Ja, warum wohl? Aber ich folge dem jetzt trotzdem mal. Schnecke. Schnecke. Ja, was machen die Schnecken wohl hier? Das ist aber eigenartig. Na, wie dem auch sei, das ist jedenfalls der angrenzende Wald zum Grillplatz. Ist ein junger Bestand, das mag ich eigentlich nicht so. Zum Pennen liege ich gerne im Altbestand rum. Besonders flach ist hier auch nirgends. Und man weiß halt wirklich nicht, wo überall hier jemand mal hingekackt hat. Pardon. My English oder so ähnlich. Wie heißt das dann auf Englisch? Naja, egal. Das Doofe ist, wenn ich mich jetzt hier irgendwo hinknalle, bin ich immer noch wunderbar, wie man gerade hört, in Hörweite diverser Fahrzeuge. So richtig Entspannung. Das wäre natürlich zu einfach. Nee. Oh, das sieht mir sehr nach Kindern aus. Das ist natürlich schön. Ich supporte natürlich jedes erdenkliche Rabaukentum im Walde. Sofern das Rabaukentum, sagen wir mal, von unter 16-Jährigen durchgeführt wird. Ja, okay. Also prinzipiell vielleicht noch ein bisschen arg viel Unterwuchs auf dem Boden. Gäbe halt so einzelne Stellen. Da ginge das. Das merke ich mir, wenn ich Brennholz brauche. Oh ja. Das ist zwar nicht hundertprozentig trocken, aber was viel Besseres werde ich in der näheren Umgebung auch nicht finden. Ja, das Blöde ist, guckt mal da hinten, wo es hell ist, da ist schon wieder die Straße. Das ist alles ein bisschen doof. Da vorne gibt es so eine Art Krater. In so einem Krater sollte man halt auch nicht pennen. Gut zum Verstecken und gut zum Feuer machen. Wenn man es nicht darf, dann macht man selbstverständlich keins. Aber ja.
Ja, da unten ist auch irgendwie nicht so richtig gemütlich. Und hier muss ich dann im Dunkeln auch erstmal wieder hinfinden. Ich bin ja inzwischen nicht mehr auf irgendwelchen Trampelfaden. Ja, diesen großen Krater da hinten, den kenne ich sogar. Da war ich schon mal. Ganz kleines bisschen bin ich immer vor einiger Zeit rumgeschlichen. Ungern. Jetzt ist die Frage, bin ich motiviert, die circa anderthalb Kilometer zu dieser Stelle zu laufen, an der ich diesen Buchenaltbestand hatte, wo auch die Lärchenrinde rumlag, die ich so interessant fand. Weil da würde ich erheblich lieber nächtigen, muss ich sagen. So weit ist das jetzt auch nicht. Wenn ich da zügig gehe, müsste ich das noch hinkriegen und dann rechtzeitig wieder hier sein, um noch ein bisschen Feuerholz organisieren zu können. Ich kann halt nicht so wirklich einschätzen, wie lange ich brauche, um so ein Rettungsdeckenlager zu bauen. Andererseits, in diesem Buchenbestand da tue ich mich dann wahrscheinlich schwer mit nennenswert Polstermaterial für auf den Boden legen finden. Das ist hier aber auch nicht wirklich besser. Da wäre halt ein Nadelwald schön, wo man wirklich so richtig schön Fichtenzweige so massenhaft finden könnte. Das ist halt der Nachteil, wenn man hier dauernd im Mischwald unterwegs ist. Bestenfalls Mischwald, wenn es nicht sogar rein Laubwald ist. Tja. Wie ist denn das? Findet ihr es hier gemütlich? Ich bin ja nicht überzeugt. Gut, zur Not geht das natürlich auch. Also bei dem Jägerhochsitz, wo ich die Birkenrinde gefunden habe, da war es gemütlich. Da war aber auch die Straße direkt wieder nebendran. Das ist halt alles nicht mein hinten vor der Haustürwald. Da kenne ich die schönen Schlafplätze. Tja, was tun? Ich laufe mal erstmal zurück zum Steinbruch, zur Feuerstelle. Bis dahin fällt es mir bestimmt ein. Also für euch nur einen Schnitt weiter. Bin zwar immer noch nicht schlauer, aber habe einen geheimen Pfad hier oben am Rand des Steinbruchs entlang entdeckt. Toll, nicht? Das geht von diesem Kinderhütten. Tippi, was auch immer Ding, ab und ja, führt halt hier oben dran entlang. Schon ziemlich zugewuchert, hier ist schon länger niemand mehr rumgelaufen. Muss man gerade aufpassen, dass man nicht reinfällt. Das geht wirklich direkt am Abhang. Ja, nur so, by the way. Jetzt geht es dann noch so 300-400 Meter den Berg. Und dann bin ich aber auch am potenziellen Lagerplatz-Area. Bin ich auch gar nicht so böse. So ein Tag ist schon nicht gänzlich unanstrengend, auch wenn ich jetzt nicht wie ein Wahnsinniger durch die Gegend renne. Bis auf ganz kurz an der Straße. Irgendwie merkt man es halt doch. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt wahnsinnig Hunger habe. Ich habe auch eben noch ein bisschen Schokolade gefressen. Ich esse an einem normalen Tag auch nicht mehr. Keine Ahnung. Irgendwie hat man das Gefühl, wenn man so ein paar Stunden schon unterwegs ist, dass irgendwie ernst zur Sache geht. Das ist schwer zu erklären. Am besten, ihr probiert es aus. So. Aber wie gesagt, jetzt geht es da noch hoch. Nichts Dramatisches mehr. Heißer Hopsasa. So, ich bin angekommen und habe auch schon erstaunlich lange gebraucht, um eine verdammte Rettungsdecke aufzufalten. Faltet mal eine Rettungsdecke auf, das geht länger als ihr denkt. Da liegt sie.
Dafür ist eine Rettungsdecke doch tatsächlich größer, als ich sie in Erinnerung hatte. So oft benutze ich die Dinger dann jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, so zum Shelterbau, das ist Premiere. Das habe ich noch nie gemacht. Ich passe da nicht ganz drunter, in keinster Weise, wie auch immer, geht nicht. Naja, okay, theoretisch vielleicht, aber praktisch habe ich die Befürchtung, dass ich da wahrscheinlich zu lang sein werde. Also, naja, jedenfalls Plan ist, Stock und anderer Stock auf entsprechender, war ungefähr einen Meter Länge, werde ich die wahrscheinlich kürzen. Dann die schön in den Boden rammen und die oberen Ecken von Rettungsdecke. Hatschi, dran festmachen. Mit Schnur. Also quasi so einwickeln und dann schön mit Schnur festbinden in der Hoffnung, dass das heben wird. Und wenn alles gut läuft, dann habe ich die Schnur dann auch noch zur Verfügung, um dann die entsprechenden Stöcke noch ein bisschen abzuspannen. Und natürlich die beiden anderen unteren Ecken, also schon so, dass die silberne Seite auf mich zeigt, werde ich entsprechend auch mit Schnur quasi die Ecke ja, festknoten. Und dann schnitze ich mir jeweils noch einen Hering. Also zwei Stück. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, das machen wir jetzt. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich versuch's mal. Also was ich jetzt nicht gefilmt habe, ist, dass ich die Stöcke auf die entsprechende Länge gesägt habe. Ich denke, die Verwendung so einer Säge sollte jedem klar sein, ist jetzt nicht so spektakulär. Was ich mir jetzt denke, wie gesagt, ich habe das ja auch noch nie gemacht, ist, dass das definitiv zu scharfkantig ist, als dass ich da eine Rettungsdecke drum wickeln könnte. Deswegen werde ich jetzt hier das natürlich ein wenig abrunden und so scharfkantenfrei ist das Wort, ja. Das ist ein Neologismus, habe ich gerade erfunden. Machen wie geht und dann hoffen, dass, bevor jetzt irgendeiner sagt, das ist saugefährlich, was ich hier mache, nein, man kann sich mit dieser Technik nicht schneiden, weil jedes Mal, wenn ich mit das Messer zu mir hinziehe, habe ich automatisch den Daumen drunter und es ist nicht möglich, dass ich mich damit verletze, es sei denn, ich mache so. Wenn ihr das nochmal genauer sehen wollt, so sieht das dann aus. Wenn man da wirklich schön steif den Daumen immer nur drunter hat, kann man sich da wirklich nicht, das geht nicht. Aber das ist jetzt wirklich eine runde Angelegenheit und da dürfte nichts mehr passieren können. Vielleicht hier noch ein bisschen, aber man kann das jetzt auch päpstlicher machen als der Papst. Ich habe glaube schon mal gesagt, so päpstlich ist der aktuelle Papst ja gar nicht. Das ist nicht das Schlechteste vielleicht. Oh Gott, jetzt sag ich schon Dinge zu Religion. Das lassen wir auf diesem Kanal für gewöhnlich. Gut, das machen wir jetzt mit einem anderen Stock auch noch und dann geht's weiter. So, der Stock ist zwar nicht scharf, aber das wird er hoffentlich, wenn ich da am Hantieren bin. Und das ist jetzt eine gute Gelegenheit, so ein Survival-Training, ne? Bei der man feststellen kann, guck mal hier Schnur, yeah, dass man keinen geeigneten Knoten beherrscht, um eine Rettungsdecke an einem Stock entsprechend festzumachen. Und deswegen nehme ich den stinknormalen Otto-Normalverbraucher Standard-Hausfrauen-Knoten in der Hoffnung, dass ich das damit erstmal halbwegs fest habe und wickel das jetzt da noch 17.000 Mal drum gefühlt. Und zwar schön straff. So, fest. Oh ja, das hält sogar. Das scheint wirklich erstaunlich solide zu sein. Okay. So. Und jetzt machen wir spaßeshalber. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Wie gesagt, so wirklich beherrsche ich jetzt keinen ultimativ tollen Knoten, mit dem ich das jetzt irgendwie fixiert bekommen würde. Das ist Bens großartiger Wurstelknoten Spezial.
Da kommt jetzt hier nochmal die Schnur durch. Das Gute an Wurstelknoten ist, stabil sind die dann ja meistens. Okay, also wenn das jetzt auf Zug ist, dann hält das wirklich ziemlich mit ziemlicher Sicherheit. Hoppla, inzwischen sieht man ja gar nichts mehr. Also so sieht das jetzt aus. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das mit ziemlicher Sicherheit ziemlich gut hält, wenn da Zug drauf ist. Das ist nämlich so ein sich selbst festziehender Schlinge, die ich da jetzt dran gebaut habe in irgendeiner Art und Weise. Und das machen wir jetzt auch noch auf der anderen Seite. Richtig Spannung drauf machen tue ich natürlich erst, wenn alles fertig ist. Ja, und da haben wir die zweite Seite und obwohl es mal wieder nicht ganz, doch, jetzt ist es scharf. Da könnt ihr sehen, ja, auch ein Ben ist kein völliger Idiot. Jetzt bin ich nämlich auf die Idee gekommen, ich mache eine Schlaufe und danach einen Topsegel-Shortsteg oder wie der heißt, mit dem man das dann wunderbar fest anziehen kann. Und siehe da, das hält auch ziemlich bombensicher und man muss nicht gefühlt 8000 Mal drum wickeln. Zum Vergleich nochmal die andere Seite. Tada! Das mache ich jetzt natürlich auch nochmal neu auf die etwas bewährtere Methode. Aber wie gesagt, ich mache das zum ersten Mal und das ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen Aktion. Man will was lernen und es soll Spaß machen und ihr habt was zum Lachen. Auf meine Kosten. Ich mag schwarzen Humor, aber nicht, wenn ich das Opfer bin. So, und jetzt versuche ich euch das auch nochmal zu zeigen. Also, Plan war, einmal so rumwickeln und dann jetzt hier draus einen, hätte ich ein bisschen mehr Schnur lassen sollen. Naja, Plan ist gut, Ausführung scheiße. Und das sieht man natürlich jetzt wieder nicht, wenn ich mit der Hand davor rumwurschtel. Also hier eben jetzt so eine Schlaufe einfach. Und jetzt machen wir aus besagter Schlaufe diesen tollen Topsegel Shortsteg, der tatsächlich eben offensichtlich für alles zu gebrauchen ist, zumal es der einzige Knoten ist, neben dem Hausfrauen-Standardknoten, den ich beherrsche. Und er funktioniert hier tatsächlich mal wieder wunderbar. Das ist wirklich unglaublich, wozu man diesen scheiß Knoten alles brauchen kann. Gut. Und das hält eben, glaube ich, wirklich sehr solide. Also wenn da jetzt keine rohen Kräfte sinnlos walten, müsste das gehen. Gut, jetzt brauche ich Heringe. Zwei Stück. So, zum Thema Hering. Soweit ist ja relativ simpel, aber man kann... Ups, das sollte ich auch so machen, dass ihr das halbwegs seht. Moment mal. Machen wir so, dann kann ich mich nicht besser arbeiten. Die dann so kreuzweise einschneiden. Das wäre natürlich jetzt einfacher, wenn die andere Seite jetzt nicht so kurz wäre. Und wenn man dann von oben dann nochmal entsprechend reinschnippelt und auf der Seite nochmal entsprechend reinschnippelt. Gut, das war jetzt nicht besonders arbeitssicherheitskonform. Und dann von unten nochmal jeweils so reinschnibbelt, sollte man da sowas in der Richtung, ich gebe zu, das habe ich jetzt nicht ganz toll gemacht, aber das Resultat, beziehungsweise der Erfolg gibt mir recht. Das gibt ja nämlich so einen schönen Haken und da kann man dann wunderbar die Schnur einhängen. Den werde ich jetzt noch ein bisschen vertiefen. Wirklich gut scharf das Messer, also da bin ich jetzt gerade selber noch mal überrascht. Hatte ich nicht so scharf in Erinnerung, habe das schon ein Weilchen nicht mehr benutzt. Man könnte jetzt den Haken sogar noch ein bisschen unterhöhlen, aber ich denke, wenn ich das so ein bisschen schräg reinramme, dann reicht das auf jeden Fall. So sieht es in der Profilansicht aus, um die Schnur gut festzuheben. Ja, machen wir da noch ein kleines bisschen. So, ja, ja, also das jetzt auf jeden Fall. Und davon brauche ich noch einen zweiten, analog zu diesem. Nehme dafür auch noch den Rest von meinem Wanderstab. Deswegen ist der halt multifunktionell einsetzbar.